Leute, in den letzten Tagen häufen sich einige Videos, was uns in Season 17 zusammengefasst erwartet. Hier baue ich mich einfach mal mit ein, denn ich habe meinen Senf dazu zu geben. Ich habe eine Menge zusammengetragen. Zum einen alle Leaks, die es bis jetzt gibt. Und was meiner Meinung nach definitiv zu erwarten ist. Und diese Meinung möchte ich einfach mit einfließen lassen. Wir fangen am besten mal an. Zum einen bestätigt ist, dass eine neue Legende kommt. Das ist schon mal eine geile Sache. Es ist natürlich bis heute nicht bestätigt, dass es Ballistik ist. Nun gibt es aber schon Leaks über den finalen dritten Part des Teasers, wo wir den oder das Comic finden. Und zwar genau dieses Comic. Also ich glaube, um 20. April irgendwann um die Drehe, da gibt es diesen Teaser final auf der Firing Range. Auf dieser Box werden wir dieses Comic finden. Da steht Ballistik auch namentlich erwähnt. Auch im Solo-Modus und so weiter und so fort. Aber wir gehen einfach mal chronologisch alles, was ich zusammengetragen habe, durch. Also Ballistik ist klar. Wer die Fähigkeiten wissen will, die sind allesamt ebenfalls geleakt, sind extrem genial. Wer sie wissen will, ich verlinke am besten die Videos dazu. Die werde ich hier nicht nennen, damit das nicht den Rahmen sprengt, dann gehe ich davon aus, dass wir in Season 17, das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung, dass wir keine neue Waffe bekommen. Erinnert euch, zwischen der K-SMG und in Season 16, der Nemesis ist genau ein Jahr vergangen und Respawn hat dazu gemeint, solange sie nicht der Meinung sind, eine neue Waffe ins Spiel zu bringen, weil das dem Spiel gut tut, solange wird es auch nicht geschehen. Und ich bin auch bis jetzt der Überzeugung, die Nemesis kam nur, weil die Community langsam aber so richtig auf die Kacke gehauen hat. Ansonsten hätten die mit der Waffe wahrscheinlich noch gewartet. Deswegen bin ich überzeugt, dass wir in Season 17, auch wenn das nur meine Meinung ist, deswegen glaube ich nicht, dass wir eine neue Waffe bekommen. Aber geleakt gab es noch einige Waffen, wie die Gemini Energy Weapon, die Scorpion, die Pfeile geschossen hat und die Akimbo Energy Pistole. Da bin ich mal gespannt. Also wenn eine neue Waffe kommen sollte, könnte es einer der dreien sein. Dann weiter, Map-Update. Welche Map sollte Season 17 mit einem Map-Update dran sein? World's Edge natürlich, das ist auch schon lange bekannt. Fragment soll komplett entweder überarbeitet werden oder dem Erdboden gleich gemacht werden. Ich hoffe, es wird überarbeitet, weil sonst ist irgendwann World's Edge kaum noch Landmasse, wo du fighten kannst und es wird immer geringer, die Landmasse. Deswegen gehe ich davon aus, dass World's Edge eine Überarbeitung bekommt. Kings Canyon müsste, auch wieder nur meine Meinung, ein Comeback feiern ohne Map-Update, aber sie ist jetzt ein halbes Jahr draußen. Eigentlich, wenn die Map so lange draußen ist, hätte sie es eigentlich sein müssen, die ein Map-Update bekommen hätte müssen. Ihr wisst, was ich meine. Gehen wir weiter zum Solo-Modus. Der wurde geteasert. Der wurde auch in dem finalen Teaser, der in ein paar Tagen dann final da ist, in diesem Comic. Das Comic heißt Rumble Royale. So nennt sich der Solo-Modus. Achtung, das ist ein Limited-Time-Modus. Das wird über 2 Wochen gehen. Diese Regeln habe ich hier, ich lese das nicht weiter vor, auch hierfür habe ich ein extra Video gemacht, weil die Regeln für den Solo-Modus sind unfassbar krass, krank, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken, so krass sind die Regeln und es soll tatsächlich so kommen und das könnte eine geile Sache werden. Achtung, es ist ein LTM. Ich hoffe aber und ich bin überzeugt, wenn das gut ankommt, wird dieser Solo-Modus hoffentlich in das Mixtape mit übernommen. Auch wenn ich der Meinung bin, wie viele von euch, dass wir eigentlich einen separaten Solo-, Duos- und Trios-Modus bekommen sollten. Ohne Schnickschnack, Battle Royale, Solos. Ganz normal. Das würde ich mir wünschen. Nur meine Meinung, deswegen hoffe ich immer noch insgeheim, dass da endlich was passiert. Dann soll der Spectator-Modus demnächst kommen. Könnte in Season 17 kommen. Das ist der Modus, wo du einem Kumpel eine Anfrage stellen kannst. Du wartest vielleicht in der Lobby auf ihm. Ihr habt euch zum Zocken verabredet und du kannst ihm eine Anfrage stellen, ob er so lange beim Zocken bei ihm zugucken kann. Und springst in seine Runde und bist als Zuschauer mit am Start. Das finde ich eine coole Sache. Könnte in Season 17 schon kommen. In Season 17 ist Horizon ganz hoch im Kurs mit ihrem Erbstück, nicht bestätigt. Aber die Dataminer sind sich einig, dass genau das passieren wird. Dann, und das ist wieder meine feste Überzeugung, ich bin überzeugt, dass wir in Season 17 endlich mal wieder ein paar Ranked-Änderungen bekommen. Nicht falsch verstehen, wenn ich sage, ich bin endlich der Meinung. Ich finde eigentlich so wie Ranked gerade ist eigentlich ganz geil. Du kriegst für jeden Kill dieselbe Wertigkeit. Immer, ich glaube 10 war es. Und wenn du 20 Kills machst, wirst du für jeden Kill eben gleich belohnt.
Das ist geil, das war vorher nicht so. Ich glaube, ab 4 Kills hast du immer weniger Ranked-Punkte bekommen. Das könnte sein, dass das wieder rückgängig gemacht wird zu früheren Seasons. Denn in Season 16 ist es so gekommen, wir haben ja die Legendenklassen hinzubekommen. Seitdem die Support-Legenden Teammates respawnen können oder die Banner wieder craften können, kam es dazu, dass in den hohen Rangligen Richtung Predator, ohne Mist, das wurde tatsächlich aufgenommen. Ich glaube sogar, dass der Pred Nummer 1 auf der PlayStation dabei erwischt wurde, wie er mit 2 Squads teamt und die sich gegenseitig die ganze Zeit downen, respawnen und so weiter und so fort. Und dadurch gab es eine Menge Rankpunkte und das wurde eben gemeldet, das wurde gesichtet. Und deswegen sollten wir, glaube ich, davon ausgehen, dass wir definitiv Ranked-Änderungen bekommen werden. Wie die aussehen, ob es natürlich tatsächlich passiert, müssen wir abwarten. Aber ich glaube, das ist so sicher wie es Amen in der Kirche. Firing Range kriegt natürlich ein fettes Update. Im letzten Video habe ich erst ausgiebig darüber gesprochen, was ich denke, was passieren wird. Schaut euch mein letztes Video an, da gehe ich ausgiebig drauf ein. Ein Anti-Cheat-System hat EA entwickelt, soll ebenfalls kommen. Ob es schon in Season 17 soweit ist, keine Ahnung. Es soll auch ein Anti-Cheat-System für die Konsolen sein. Und deswegen hoffe ich inständig, dass natürlich auch sämtliche Leute, die irgendwelche Fremd-Hardware wie Chronosen, Strike Packs und so ein Rotz, dass das auch detected. Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Cross-Progression, das alte leidige Thema. Es kann tatsächlich sein, dass es in Season 17 kommt, weil in den Game-Files vor einigen Tagen oder Wochen etwas aufgetaucht ist, was Dataminer entdeckt haben. Deswegen könnte es tatsächlich sein, dass es in Season 17 endlich soweit ist. Das Warten könnte ein Ende haben, aber ich betone hier nochmal, lieber lange warten und es funktioniert, als schnell raushauen und alles geht den Bach runter. Ja, Package, Waffe, ich bin überzeugt, auch wieder nur meine Meinung, dass der Bogen rausgeht. 3 Seasons ist er jetzt drin, also müsste der rauskommen. Und ich glaube tatsächlich, laut dem Teaser auf dem Comic, hier steht nämlich was mit der Flatline oben rechts. Ich kann ja mal den Pfeil anmachen. Moment, den habe ich hier überblendet. Hier oben rechts, genau hier, steht Flatline. Und irgendwas soll mit der Flatline in Season 17 passieren. Es könnte also sein, dass die Flatline ins Care Package wandert. Nur meine Vermutung. Dann steht ein Revenant-Buff. Der wurde auf Season 17 datiert tatsächlich. Es könnte ein Buff oder sogar ein Rework werden. Das wird sehr, sehr interessant, ob das tatsächlich kommt. Und dann im Allgemeinen natürlich Buffs, Nerfs für die Waffen, für die Legenden und speziell für die Legendenklassen, weil da hat Respawn auch gesagt, Season 16 erstmalig Legendenklassen, Supporter und so weiter und so fort. Es könnte sein, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, welche Legende welcher Klasse zugeordnet ist. Das kann durcheinander gewürfelt werden und auch die Fähigkeiten allesamt können verändert werden. Das ist alles, was ich bis jetzt zu Season 17 habe. Bin auf eure Meinung gespannt. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.